Da bin ich wieder, Leute. Wir sind jetzt gerade dabei, in das CTOS-Gebäude einzudringen. Und als erstes brauche ich von einer Wache den Zugangscode. Ja, genau. Ich glaube, das können wir auch mit dem Profiler herausfinden, welche Wache denn hat. Ups. Das war keine gute Idee. Probieren wir es mal aus. Oh Gott. So, das war es schon mal nicht. Aber er organisiert Kinderfeste, das ist doch schon mal was. Da ist doch unser Mann. Genau, den bräuchten wir. Hängen Sie den Zugangscode, um auf den ungesicherten Laptop zu gelangen. Alles klar. Wir müssen irgendwie nach oben kommen, denke ich. Schieben. Alles klar, erledigt. Fuck. Das ist nicht gut. Herrgott. Das war mal nichts, aber naja. Mach mal so durch. Er rückt zu uns vor! Okay. So, das waren glaube ich die Gegner alle. Sollten es gewesen sein. Und jetzt hacken wir mal diesen Laptop. Warum ist er da? Oder? Okay. Oh Gott. Alles klar. Oh, noch eins. Da ist er ja. Der Sicherheitschef. Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung. Das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges. Oh Scheiße! Jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn! Okay, das haben sie jetzt gemerkt. Ich suche
gerade. Kalif! Die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. So, jetzt müssen wir jetzt aus dem Blaser entkommen. Ich hoffe, das gelingt uns. Den Fokus finde ich sehr cool gemacht, also ich benutze ihn sehr oft, weil manchmal braucht man einfach die Zielsicherheit und vor allem auch schnell. Okay. Vor allem in Flusssituationen, wenn dich einer entdeckt hat, um dann schnell zu reagieren. Aber oh, ich versuche jetzt mal schnell loszurennen einfach. Die Cops suchen nach mir. Komm hier nicht weg. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Verdammt. Ah ja, mit diesen Deadsec-Hacks, was wir aufs Handy geladen bekommen haben, können wir zum Beispiel diese, ein Jamcom einsetzen, genau. Und der tut die CTOS-Scans kurzzeitig unterbrechen. Auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man, wenn man gerade in dem Gebiet gescannt wird und man abhauen muss. Wird wahrscheinlich noch später ziemlich nützlich werden, denke ich mal. Bin mir echt gespannt, was uns noch alles erwartet in der Story. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass man diesen Anrufer verfolgt und so weiter. Und man will ja letztendlich Rache haben wegen der Lina. Ja genau, und was mit diesen Maurice passiert, bin ich echt mal gespannt. Den werden wir, glaube ich, denke ich mal auch bald wieder treffen. So, das haben wir geschafft. Das setzen wir mal ein paar Skillpunkte oder die zwei noch. Vielleicht mal auf fahren oder so. Also jetzt ist doch gar nicht schlecht dann, dass man da einfach einsteigen kann. Das nächste benötigt zwei. Alles klar. Heben uns den einen Skillpunkt mal auf. Und ja. Also manche brauchen mal drei und wir heben uns den mal auf. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz- und Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. So, wir haben anscheinend den Anrufer lokalisiert. Fahren gerade mal hin. Bin echt mal gespannt, was passiert. Oder was kommt. Ich hätte mal gesagt, wir machen in der Folge noch ein paar Verbrechensbekämpfungen. Ne, dass wir jetzt dann die Story durchknallen und so. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es interessanter, ein paar Verbrechen zu bekämpfen. Das können wir ja mal machen. Also ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr was dagegen habt. Wenn ihr mehr Verbrechensbekämpfungen wollt, sagt Bescheid. Also bin jederzeit dafür offen. Also das ist kein Problem. Weil so Story durchknüppeln ist ja nicht unbedingt das Spiel, das Sinn von dem Spiel, denke ich mal. Kann man auch schon viel mehr Spaß mit haben. So, dann schauen wir uns mal um. Okay, hier muss es sein. Muss ich nur noch hin. Akzeptier das. Oh Gott. Wär's mal mit Respekt. Verpiss dich. Hör mal, spinnst du? Wir sind noch nicht fertig. Gibt's ein Problem? Bist du scharf auf Schläge? So, da bist du das? Ja.
Da haben wir doch. Ein Dreckskerl. Also zufällige Ereignisse gibt es ja also auch in Watch Dogs mit so Verbrechern. Also wir schauen uns jetzt den einfach mal, mal sehen, was passiert oder was der gemacht hat. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Und es gibt auch, wenn du manchmal so SMSen oder so hackst von anderen Leuten, kommst du manchmal auf interessante Personen. Ich weiß aber noch nicht genau, was es dann ist, so nebenmissionmäßig. Machen wir auf jeden Fall auch mal. So, jetzt erstmal den hier ausschalten. Ich wüsste halt gerne mal, was er gemacht hat, aber naja. Alles drauf. Ist auf jeden Fall auch interessant gemacht, was zu jedem was geschrieben und so. Zu dessen Person. Mal sehen, was das ist. Okay. Alles klar. So. Ist noch irgendwas Interessantes? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal hack. Okay. Ah, da haben wir also einen Blume-Agent. Blume-Agent können erkennen, wenn sie versuchen, ihr Handy zu zeigen. Okay. Diesmal werden sie versuchen, sie bei der Z- Okay, alles klar. Wenn sie erfolgreich machen. Ein Schwerpunkt dann ihr Spiel einbringen und das Kopfgeld verdienen. Ah, okay. So bekommt man dann Kopfgeld durch diese Blume-Agenten. Und wenn man mal Kopfgeld bekommen hat, dann können andere Spieler in dein Spiel eindringen und das Kopfgeld kassieren. Das können wir jetzt mal ausschalten. Was zum Teufel? Ah, hat Verbindung zu Blume. Was Blume jetzt sein soll, habe ich keine Ahnung. Ich denke jetzt einfach mal nicht so, so für Blumen. Vielleicht merkt man das irgendwie noch. Ah, hier kann man auch Bankkonten hacken und die dann halt auch, denke ich mal, abheben. Was ich jetzt eher mache, ist mal so wegen Zeug ausprobieren und mal gucken, was man so machen kann, alles. Verbrecherkonvoi gibt es anscheinend auch noch. Können ja mal gucken, was das ist. Oder was das sein soll. Ah, das ist dann so eine Nebenmission auf jeden Fall. Wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, denke ich mal. Können wir auch mal machen. Machen wir alles mal auf jeden Fall. Aber das kommt alles in den nächsten paar Parts. Und ja, das war's schon mit diesem Part wieder, weil es wird wieder Zeit. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Alles klar. Ciao.